Sie interessieren sich für meine Seminare in Selbstheilungsprozessen. Vielleicht fragen Sie sich, wie kommt ein Dokumentarfilmer dazu, solche Seminare zu geben? Das hat mit meiner Biografie zu tun. Ich bin 1981 aus 15 Meter Höhe auf Asphalt gefallen und war danach querschnittsgelähmt. Die Tatsache, dass ich wieder laufen kann, war erstmal ein Rätsel für die Medizin. Man nannte das dann Spontanheilung. Aber was ist Spontanheilung? Um das herauszufinden, bin ich um die ganze Welt gereist. Ich war in 14 Ländern, um zu dokumentieren, wie dort geistiges Heilen funktioniert. Denn geistiges Heilen ist eigentlich Spontanheilung. Und nachdem ich das alles erfahren und gesehen habe, habe ich endlich verstanden, warum ich selbst wieder laufen kann. Denn dieser Heilprozess hatte mit dem Bewusstseinsprozess zu tun, den ich damals in der Klinik durchlebte und später auch konsequent umgesetzt habe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich wieder laufen kann. Ich bin aber auch dankbar dafür, dass die Katastrophe stattgefunden hat. Denn erst durch diesen Prozess, diesen Heilungsprozess, habe ich verstanden, welche großartigen Möglichkeiten wir Menschen haben, uns selbst zu heilen. Und um dies weiterzugeben, haben meine Frau und ich die Europäische Akademie für Selbstheilungsprozesse gegründet und fassen darin die unterschiedlichsten Wege zur Selbstheilung zusammen. Es geht über Malen, Tanzen, Singen und so weiter. Und daraus ergibt sich das Angebot für die Akademie für Selbstheilungsprozesse, zu denen auch dieses Seminar gehört. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre eigene Kompetenz wiederfinden und lernen, sich selbst zu heilen. Wir helfen Ihnen dabei.